Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming hier in Star Wars The Old Republic und wir müssen leise sein, damit uns hier keiner bemerkt. Denn wir sind hier immer noch auf Ilum und wir können, glaube ich, einfach hier geradeaus weiter. Wir müssen die Adiganischen Kristalle finden, um dann unsere Flotte im Endeffekt unsichtbar machen zu können. Kann ich jetzt hier rein? Nein, kann ich nicht. Oh, jetzt kann ich rein. Oh. Mach schon. Nein. Ah, der wollte sich hier... Oh, okay. Der scheint relativ einfach zu sein. Es ist nur ein einfacher Padawan. Meine Güte. Jedi-Meister Talus. 24.000 Leben. Mal schauen. Ach, schade. Das sollte ich noch eben aufhalten. Aber egal. Das kann ich jetzt aufhalten. Ja. Das kann ich aufhalten. Das kann ich auch aufhalten. Jawohl. Das läuft momentan richtig gut hier. Und er hat nur noch 71% Leben. Das ist richtig nice. Komm schon. Und ich glaube, so viele Quests hier nach haben wir gar nicht mehr. Ich habe mir jetzt mal einmal kurz in ein klitzekleines Walkthrough reingelinkert. 100% sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, es sind noch 2 oder 3 Quests danach. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe mich natürlich nicht spoilern lassen. So ist es jetzt nicht. Komm schon. Nein, das machst du nicht. Ah. Komm schon, jawohl. Was müssen wir jetzt hier? Achso, wir müssen die einfach nur sichern. Wir müssen die nicht besorgen oder was. Einfach nur sichern. Okay. Gehen wir mal erst hier hin. Der Jedi ist da. Wer hat mehr Leben? 10.000 und... Oh, die haben uns bemerkt. Und schön. Boom, der ist aber weg. Nice. Komm. Warum bist du da? Der ist da reingefaced. Und jetzt kann ich nichts gegen ihn machen oder was? Ziel nicht sichtbar. Wollt ihr mich verarschen? Ist der jetzt sichtbar? Immer noch nicht sichtbar. Kacke. Das ist richtig kacke. Jetzt gleich wird wahrscheinlich noch der eine Jedi dazukommen hier. Erstmal den Gefreiten hier ausschalten. Komm schon. Den Gefreiten, der Padawan war, glaube ich, auch nicht so das Problem, ne? Aber ich glaube, wenn der da jetzt wirklich so reingefaced ist, ist der komplett unsichtbar. Und die Jessa hat da auch unheimliche Probleme. Komm schon, mach schon. Geht doch. Ah, ich muss der Jessa helfen. Sonst kann die mir nicht mehr helfen. Ja, ich weiß, dass du dann sauer bist. Ich auch. Heil dich weiter. Gut. Ich helfe dir hier beim Gefreiten. Der greift dich dann nicht mehr an. Jawohl. So, was machen wir jetzt mit dem hier? Ziel nicht sichtbar. Kann ich ihn da irgendwie rausdingsen? Ah, das kann ich machen. Okay. Das bringt mir nicht viel. Schauen wir mal kurz. Ist hier sonst noch irgendwo? Oh nein. Jedi Klingenmeister, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso nur? Ich werde jetzt sterben. Warum? Warum nur muss ich jetzt sterben? Das ist doch ein Kack. Nicht deren Ernst, ne? Ich höre jetzt mal eine medizinische Sonde. Komm schon. Und dann hoffe ich, dass der da nicht mehr durch die Wand gefaced ist. Jetzt steht er da einfach nur so. Gut. Machen wir mal kurz Hass kanalisieren, bitte. Und dann vernichten wir den so. Ohne, dass der jetzt hier durch die Wand faced. Oh, er ist sichtbar. Das ist... Meine Güte, du kannst ihn sehen. Das ist ein Wunder. Zwar kein medizinisches, aber irgendein Wunder trotzdem. Komm schon, Attacke. Oh. Und es scheint so, als hättet ihr keinen Ton. Als hätten wir hier gerade gar keinen Ton. Ich guck mir das mal eben kurz an. Wartet mal. Jetzt scheint Ton da zu sein. Oder es war gerade einfach nur nicht angezeigt, dass Ton da war. Sehr komisch. Weil verändert habe ich nicht viel. Egal, wie viele sind hier? Hier sind nicht so, also hier sind mehr, aber nicht so starke Truppen, glaube ich. Ja, der hat 3000 Leben, die anderen dann wahrscheinlich auch. Das sollte man relativ schnell hinkriegen. Ja, die anderen auch, das ist schön. Sondereinheitenkommando. Also wirklich. Boom. Und du auch nochmal. Mal schauen. Zack. Habe ich EP-Boost? Ja, der EP-Boost ist noch an. Nice. Und der letzte. Der hat 3 seiner Kollegen gerade verloren und das ohne Probleme von unserer Seite. Der hätte einfach fliehen sollen. Naja. Wer nicht will, der hat schon, ne?
Der Klingenmeister. Den will ich eigentlich aus dem Weg gehen, weil der hat zu viele Leben. Aber komm, wenn wir jetzt hier so rumgehen, vielleicht geht er dann an uns vorbei. Wenn ich ihn stellen will, dann auf jeden Fall ihn alleine und nicht mit den Agenten hier noch. Ja, das scheint, glaube ich, ganz gut auszusehen. Wenn er jetzt hier ein bisschen noch laufen würde, bitte. Ah, ich hab's zu weit übertrieben. Schade. Egal. Der wird's nicht überleben. Boom. Und da ist er schon runter auf 80%. Das Schöne ist, die Klingenmeister können sich auch nicht heilen, ne? Ah. Hä? Erst war er befreit, dann wieder nicht befreit. Komisch. Komisches Spiel manches Mal. Komm schon, boom. Und noch einmal. Und dann den hier raushauen. Jawohl, 47%, 38. Machen wir nochmal den. Und gleich ist er fertig. Der ist gleich erledigt. Ah, 23, 19. Oh, komm schon. 14. Nein, der hat zu viele Leben. Ja. Jetzt ist er runter auf 8. 5. 4. Komm. Jawohl. Sehr nice. Der hat 10.000, der hat 1.400. Machen wir erst den kleinen hier. Den kleinen Buben. Bams. Und dann nochmal den hier. Komm schon. Oh Mann, wie viel hat der denn noch? Warum? Jetzt aber. Hm. Wie viele sind hier? Da ist einer, zwei, drei. Die sehen jetzt aber auch nicht so mega stark aus. Nein. Okay. Schmuggler. Wen oder was wollen die denn schmuggeln? Die Kristalle etwa hier? Das kann ich aber nicht zulassen. Aber klar, dass da auch einer mit viel Leben bei ist. Komm schon. Boom. Nehmen wir nochmal einmal den hier. Und dann den hier. Au, hör auf zu schießen. Vor allem super Kreuz. Du Gangster, du. Geht doch. Finde Admiral Shai. Der ist wieder hier hinten. Das heißt, wieder zurückrennen. Oh nein, jetzt werde ich hier bestraft, glaube ich, weil ich die letzte Folge vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Wow. Okay, vielleicht doch nicht. Oh, vielleicht doch. Warum sind hier noch Gegner? Das wäre so schön gewesen, wenn jetzt hier alles einfach befreit wäre von Gegnern. Nein. Oh, wer? Au. Komm schon. Ah, 16 von 20. Ja, die zählen wenigstens dazu. Na, immerhin. Krieg ich noch ein bisschen EP. Boom, der ist weg. Und komm schon. Bam, 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 bam. Ah, und noch ein. Nice. Warum denn der Kommando auch? Wieso? Wie war das nochmal? Kann der sich auch heilen oder war das ein anderer? Oh, boom. Ja, das lässt aber mal schön sein. Autsch. 35 hat er nur noch, 26. Ja, gut. Ist das der Todesstoß? Ist es. Cool. Erstmal den Wachposten hier, bitte. Boom. Ja, der kann das nicht lange aushalten. Schön. Dann er hier. 41, 17, 2. Nice. Was ist mit dem? Ach, der hat auch nur 3800. Das geht dann ja. Und letzter Schlag. So, Admiral. Oh nein, wie weit weg ist der denn? Man kommt an denen auch einfach nicht dran vorbei, ne? Naja, die gehen ja wenigstens einigermaßen schnell. Und ich bin gleich Level 50, also viel mehr brauche ich nicht. Komm, warum geht das nicht? Wie viel reichen mir? Mir reichen 80? Kann das sein? 80 Erfahrung. Ja, ich bin Stufe 50. Nice! Endlich! Wer schießt denn hier noch? Oh, hatte ich gar nicht gesehen, dass da noch einer ist. Komm schon. Schön. Der hier hat 4.000, der hat 3.800. Nehmen wir den mit 3.800 zuerst. So, du darfst gewürgt werden.
Und dann nehmen wir dich mal vor. Ups. Nein, jetzt ist der andere wahrscheinlich schon wieder entwirkt. Komm schon. Kann ich hier eigentlich jetzt auch ohne eine Erweiterung zu kaufen schon auf Level 51 aufsteigen potenziell? Weiß ich gar nicht. Sieht so aus. Interessant. Hier einmal geradeaus durch. Musste ich mich hier vor irgendwem verstecken oder? Ja, musste ich. Och, komm schon! Ich war weit genug weg, dass ihr mich nicht sehen könntet. Mann, ist das nervig. Ich will doch nur die Story weitermachen. Der ist weg. Komm schon! Der ist weg. Nehmen wir mal den hier. Oh. Und jawohl, nur noch 24. Kann ich noch nicht machen. Jetzt aber. Geht doch. Könnte man dahinter durch? Einmal kurz gucken. Ich glaube schon. Wahrscheinlich sehen die mich dann jetzt trotzdem, aber. Oder muss ich jetzt hier rein? Nein, muss ich nicht. Ah, von hier kam ich aber. Schauen wir mal. Merkt er was? Oh, es kann nicht sein. Seit wann haben die so gute Augen? Oder Fotorezeptoren, sollte man bei denen eher sagen. Aber trotzdem, seit wann? Ist das nervig. Komm. Einen noch. Reicht einer? Jetzt. Der auch noch hier. Hör mal auf damit, was du machst. Hier lang. Oh nein, warum denn? Nehmen wir uns erstmal wieder den Schützen vor. Und dann... Ende im Gelände. Niemand darf hier mehr sein. Reicht das? Bei 40%? Das reicht. Nice. Guck mal, das hier. Schön. Ja, ich muss noch viel weiter. Der hat auch nur die 3800, ne? Ja, gut. Was haben die für eine Range? Seit wann? Hatten die doch beim letzten Mal nicht, oder? Da wäre ich manchmal auch ganz gerne irgendwie Kopfgeldjäger oder so, dass ich hier einfach schießen könnte mit dem Blaster. Komm. Das reicht jetzt. Nice. Schon wieder hier ein Schütze, aber so wie es aussieht, sind die nur zu... Nein, das sind die zu dritt. Oh, es wäre so schön, wenn er das nicht mitkriegen würde, dieses Kommando. Ah, komm schon. Wenn er einfach da weitergehen würde. Da muss ich doch nicht hin, oder? Nein, muss ich nicht. Komm, Beeilung. Wir müssen hier weiter, bevor der zurückkommt. Huh. Auf die alle hätte ich keine Lust gehabt. Das sind alles nur Schützen, das ist in Ordnung. Die kann man loswerden, relativ einfach. Komm. Hau rein. Der hat's jetzt auch mitgekriegt. Deine Augen sind zum Glück nicht so gut. Warum machst du nichts? Springen wir mal zu dem. Und reicht das? Nein, das reicht noch nicht. Reicht das? Das reicht. Nice. So, jetzt kann es aber nicht mehr so viel sein hier. Wirklich nicht. Lasst mich rein. Ich begehre Eintritt. Ist jetzt Admiral Shai ein republikanischer Admiral? Ein Sith-Admiral oder was dazwischen? Guten Tag. Ich hoffe, ihr versteht, wie sinnlos das alles ist. Ihr beansprucht die Kristalle für das Imperium, sie bauen ihre Armada. Wir werden einen Weg finden, sie aufzuspüren, um sie zu zerstören. Und dann wird das Imperium etwas Größeres und Besseres bauen und so weiter und so fort, bis wir uns gegenseitig oder die Galaxis vernichten. Ich kann es gar nicht erwarten. Seid nicht so ein Schwarzseher oder genug geredet. Ich kann es nicht erwarten. Könnte es ein ruhmreicheres Ende geben? Was ist Ruhm schon wert, wenn alles zerstört ist? Das nicht zu verstehen, wird euer Untergang sein. Aha, was hat das jetzt zu bedeuten? Deaktiviere die Schildgeneratoren. Wie und wo? Was ist das denn hier? Schwierigkeitsstufen? Veteranenmodus, interessant. Werde ich mir später durchlesen. Sind das hier Schildgeneratoren? Ich weiß nicht. Jetzt habe ich Na gut, die sind wenigstens nicht stark.
Die sind wenigstens so mal gar nicht stark. Nein, kein bisschen. Okay. Wo kann ich die Dinger hier deaktivieren? Da hinten ist was zum Deaktivieren. Oh, das ist nicht so schön. Komm schon, beeil dich. Reicht das? Reparaturdroide nähert sich. Nein! Nein! Hallo! Ich will das nicht, nein! Ey! Nein! Du kriegst halt hier nichts zum Reparieren. Meine Güte. Du. Dann du. Dann du. So, wo müssen wir den Rest hier? Okay, den noch eben schnell. Oh, der hat relativ viele Leben. Das Gefühl. Oh, da kommt noch so einer. Komm schon. Muss ich jetzt hier beide besiegen? Weil wir werden hier wahrscheinlich ja endlos kommen, deswegen. Ah, 1% hat er nur noch. Nice. Und den jetzt einmal kurz hier würgen. Und in der Zeit kann ich vielleicht mal nach einem zweiten Schildgenerator gucken. Da. Den hier auch nochmal deaktivieren. Reicht das? Da hinten ist auch noch einer. Lass Jessa da jetzt mal kurz alleine. Dabei, ich habe jetzt auch noch nicht gesehen, dass sich ein Reparaturdroide nähert. Aber wahrscheinlich ist da schon einer. Ah, schön. Die sind deaktiviert. Der hat 25.000 Leben. Aber ich will jetzt erst einmal der Jessa helfen. Die ist da nämlich jetzt komplett alleine. Und das will ich natürlich jetzt auch nicht. Komm schon, spring dahin. Spring dahin. Erstmal die Kleinen hier töten. Boom. Nice. Nice und nice. Und dann jetzt ihn hier. Ich hoffe ja mal, dass das dann jetzt nicht von Reparaturdroiden wieder repariert werden kann, so einfach. Komm, haut sie weg hier. Ach, es sind zwei sogar. Ups, das habe ich nicht gesehen. Standen die ineinander drin, oder wie? Ah, komm schon. 3% nur noch. 0%, nice. So, du darfst jetzt hier auch mal nichts mehr machen, bitte. 48, 43, komm schon! 30, ah nein! Warum kann ich das nicht machen? Mach jetzt, 3%. So, Hass kanalisieren. Und jetzt haben wir ihn hier alleine. Huh, okay. Angreifen oder reden? Angreifen. Alles klar. Komm, machen wir den mal. Und den. Und den. Autsch. Wo ist er hin? Wo ist er? Ach, da. Nee, das ist ein Agent. Der ist weg. Wo ist der? Ah, die haben nicht so viel Leben, ne? Ah, da ist er. Nein. Autsch. Das war auch nicht so nett. Jetzt hat er nur noch 65, 59. Ich nehme mal an, wenn er runter auf 50 ist, wird er wieder verschwinden. Schon. 50. Ah, jetzt ist er 49. Ah, schade. Schade, dass der Angriff hier nichts gebracht hat. Komm. Den Agenten hier besiegen. Noch ein Schlag, das reicht. Nice. Und. So, wo ist er jetzt? Da. 40 nur noch. Komm. Arch. 35. 32. Nice. Komm schon. Nein. Ah, schade. Hä? Das hat mich getötet? Nein, ich will eine medizinische Sonde, bitte. Okay, auf ein neues. Da habe ich wohl doch ein bisschen zu viel Schaden genommen. Muss ich ein bisschen safer spielen. Das Ende naht. Aber das kriegen wir ja hoffentlich hin. Ich dachte, ich könnte... Oh, nein. Ich dachte, ich könnte einfach draufhauen. Dem war wohl nicht so. Komm schon. Ich will hier raus aus dem hellen Feuer. Ah. Ich glaube, jetzt hatte der sogar noch über 75% Leben. Ach komm, mach schon. Jetzt bin ich aber wieder bei 100% gerade. Hier mit der Jessa, das ist schön. Ne, er ist bei 66, okay. 61. Ah,
Ich mache auf jeden Fall mehr Schaden momentan als er. Wesentlich mehr. Oh! Wie hatte der das geschafft? Wie hatte der das gemacht? Ja, das war wahrscheinlich genauso. Ah, genau so etwas. So ein Sniper-Schuss auf mich drauf. Au. Und dann, verschwinden, ne? Komm, mach mal schnell. Hass kanalisieren. Heil mich! Heil mich, Jessa, warum heilst du mich nicht? Der hat hier irgendwas gemacht und Jessas Heilung ausgesetzt. Wahrscheinlich bräuchte ich jetzt ein neues Medikit, aber... Au, ich bin bei 16%, das kann nicht sein. Tödlicher Schuss, au, au, au. 5%, 3%. Warum kann Jessa mich nicht heilen? Nein! Ja, das ist wirklich mies, dass ich kein Medipack habe, gerade. Okay, aufs Neue nochmal. Komm schon. Ja, lass mich. Hass kanalisieren. Vielleicht geht's ja jetzt mit einer besseren Strategie. Das heißt, wenn er das hier nochmal einsetzt, diesen Mist... Ach, komm schon, mach doch jetzt! Dann, vielleicht versuchen... Komm schon. Oh nein! Hallo! Genug herumgehangen. Okay, jetzt kann sie mich wenigstens wieder heilen. Das ist besser, auf jeden Fall. Viel besser. Ach, komm hier raus. Und dann machen wir auf jeden Fall den hier. Ah, jetzt ist er weg. Aber ich bin noch bei 100% und Jessa kann noch heilen. Das ist schon mal... Das ist gut. Ich kann noch sehr gut heilen. Wo ist er? Ah. So, wo ist der? Der haut hier direkt wieder raus. Komm schon. Autsch. Nein, was? Ah, Mann! Genau das will ich versuchen zu verhindern. Ah! Und Jessa kann mich schon wieder nicht heilen. Hier. Komm. Er kann jetzt gerade aber auch nur wenigstens nichts machen. Komm schon. Ah. Wie lange dauert das denn noch? Schlafend. So, kann sie mich jetzt wieder heilen? Nee, warum kann die mich jetzt nicht heilen? Das schicke ich nicht. Ich versuche jetzt einfach mal ein Stückchen hier weg zu sein. Und Jessa kämpfen zu lassen. Ich glaube ja nicht, dass ich jetzt gerade... mich heile. Ah, nein, warum? Das ist richtig mies. Das ist... Ah, komm schon. Helm der Hieb. Oh nein, und das ist auch weg. Ah, verflucht seist du. Ja, wir gehen zurück zum Medicenter und dann gucken wir mal. Ah, okay, das ist hier direkt beim Sanitätsdruiden. Naja, ich hole mir jetzt erstmal ein paar Medipacks und dann gucken wir weiter. So, wir sind wieder bei Admiral Shai. Ich habe vielleicht ein paar Medipacks gekauft und nochmal ein Stim und wir probieren es einfach direkt nochmal. Meine Güte, warum denn nicht? Er war im Wirbelsturm, Arch. Oh, ich hasse ihn. Ich hasse ihn, komm schon. Jetzt kann er auch nichts mehr machen. Ist zwar schon alles in Brand, aber egal. Jessa kann noch heilen, das ist perfekt. Und ich... verstehe gleich nicht so ganz, warum sie dann nicht mehr heilen kann. Komm, haben wir ihn einmal weg. Und den auch einmal. Und dann gucken wir mal, wo der Admiral auftaucht. Genau dort. Nein, machst du nicht. Immerhin eine Sache, die wir vereiteln konnten. Ach komm, da war ich draußen. Da war ich draußen. Jessa kann aber noch heilen, das ist gut. Da müssen wir jetzt immer darauf achten, dass die auf jeden Fall noch heilen kann. Und ich hier nicht so viel. Jetzt ist er wieder weg. Aber ihre Heilungsfähigkeiten sind noch nicht weg. Die teilen aber auch nicht schlecht aus. Kannst du mich nochmal heilen? Versuch's. Ah, okay. Sie kann's. Schön. Art, was war das? Komm. Hallo, ich will hier was machen. Und nein. Ey, ich habe das extra außer Gefecht gesetzt. Oh, ich will hier raus. Hat das geklappt? Jessa hat er gedingst, aber gut. Hier nochmal weg. Sie heilt auf jeden Fall noch, aber weniger. Komm, der hat nur noch 23. Ich kann zur Not nochmal ein Medipack nutzen. Aber jetzt setzt er die Fähigkeit auch gar nicht ein, oder? Ich kann es einfach verhindern, dass Jessa nicht mehr heilen kann. Immerhin. Immerhin. Auch wenn ich wirklich keine Ahnung habe, woran es lag. Wahrscheinlich war ich dumm und das wurde mir irgendwo gezeigt. Aber Jessa heilt weniger. Das ist schade, aber ist dann halt so. Nein. Das machst du nicht. Komm. Jawohl. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Leute. Und noch ein Schlag. Ah, schade. Noch ein Schlag. Huh.
Ihr glaubt sicher, wenn ihr mich umbringt, hat das alles bald ein Ende. Was habe ich euch über den Tod großer Männer gesagt? Das Imperium wird versagen, weil es darauf besteht, eine Gruppe von Einzelnen zu sein, anstatt vereinigte Staatsbürger. Weil es darauf besteht, alle an ihre Grenzen zu treiben. Wir bauen die Schwachen auf und werden dadurch stärker. Ich habe genug gehört und ihn töten oder haltet endlich die Klappe und angreifen. Nehmen wir das Erste. Jedes Leben endet irgendwann. Jane, was müssen wir jetzt machen? Die Hangartore öffnen. Habe ich vor. Habe ich definitiv vor. Aber irgendwas kitzelt mich hier am meisten. So, erst einmal gucken, dass das keine Mücke ist. Das ist auch gar nicht mehr so weit. Kann ich hier reiten? Nein. Aber jetzt kann ich schon wieder nicht heilen. Warum auch immer. Aber egal. Komm, einmal. Und dann sind wir auch schon geheilt. 99. Ja, ja, das reicht. Hier sind keine Gegner. Das ist nice. Hopp, hopp, hopp. Auf zu den Hangartoren, damit wir die öffnen können. Und dann kommt die Flotte auch schon. Das wäre ja cool. Das wäre richtig nice. Da ist Malgus wieder. Okay, jetzt zurück zu Großmoff Regus. Haben wir vor. Das heißt, am besten zum imperialen Außenposten reisen und dann gucken wir mal. Ups. Haben wir da jetzt gerade dem Shuttle gewunken? Mal sehen, was hier Moff Regus zu uns zu sagen hat. Oh, hier dürfen wir nicht mehr weiter. Dann gehen wir mal hier lang. Top, 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 top. Hallo, Moff Regus. Seid gegrüßt. Ein bisschen Quatschi-Quatschi. Mir ist egal, was ihr dafür tun müsst, Major. Findet Malgus und findet die Flotte. Aha, meine Mission ist abgeschlossen. Die Flotte finden? Ich wusste gleich, dass Malgus Ärger macht. Die Flotte finden? Wie kann man denn eine ganze Flotte verlieren? Darth Malgus hat uns verraten. Er hat die Kristallflotte entführt. Großmoff, es ist Malgus. Im Holonetz. Ich befürchte das Schlimmste. Verehrte Sith, Bürger des Imperiums. Die internen Fäden des Rats der Sith und die Abwesenheit eines geradezu apathischen Imperators haben das Imperium jetzt schon zu lange geschwächt. Sith, Kinder der Sith und Krieger in der ganzen Galaxis. Ich rufe ein neues Imperium aus, das offen für alle ist, die nach Eroberung, Entfesselung und Leidenschaft streben. Was glaubt ihr, was er da macht? Der Rat der Sith wurde aufgelöst. An alle, die mich wie Darth Serevin unterstützen wollen, vergesst eure Titel und lasst mich euch zum Sieg führen. Jene, die sich weigern, werden sich unserer Tarnflotte stellen müssen. Der Imperator ist Vergangenheit. Seine Station und seine Macht sind in meiner Hand. Wir werden die Galaxis erobern, während er schläft. Jemand muss Malgus das Handwerk legen. Keine schlechte Ansprache, oder der Imperator ist Vergangenheit? Handwerk legen. Wenn er die Tarnflotte kontrolliert, ist er quasi unaufhaltbar. Ich weiß, ich habe euch schon um zu viel gebeten, aber dieses neue Imperium darf niemals siegen. Ich brauche eure Hilfe, um Darth Malgus aufzuhalten. Die sollt ihr haben. Ich helfe, so gut ich kann, oder er wird bezahlen. Er wird bezahlen, auf jeden Fall. Ich mag es nicht, wenn man mich verrät. Er komme im Auftrag des Rats der Sith, hat er noch gesagt. Ich werde einen Notfallkriegsrat einberufen.
Bereitet euch inzwischen auf die Schlacht vor und trefft mich dann in meinem Bunker. Darth Malgus wird diesen Tag nicht überleben. Das hört sich nach einem sehr spannenden Finale an, das nicht mehr heute sein wird. Erst in der nächsten Folge. Deswegen schaut nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder rein. Und da werden wir dann Darth Malgus vielleicht mal das Handwerk legen. Schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir das in der nächsten Folge. Damit noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.